Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und damit ganz herzlich willkommen zurück. Und wir spielen heute Azaela Clark. Einige von euch haben es in den Kommentaren geschrieben, sie möchten mal die Heldin sehen und das machen wir heute. Als erstes hat sie den Elektroschockturm dabei, den seismischen Stoß und den Phasenwechsel. Leider kein Daddy dabei, aber gut, man kann nie alles haben. Aber na gut, machen wir einfach weiter mit dem Kommandantenvorteil. Ja, Energieschaden, Fähigkeit um 50,5% zusätzlich explodiert, Elektroschockturm und verursacht dabei 107 Energieschaden an nahen Feinden. Das war ein zusammenhängender Satz, ja, ohne Punkt und Komma, so muss das sein. Ja, und die spielen wir heute, ne? Und was ich dachte, ne, dass der Sepp zu ihr gehört. Nee, tut sie nicht. Oder tut er nicht, ne? Der ist extra, den müsst ihr extra als Teamvorteil auswählen. Dafür müsst ihr zwei, Sternhorizont-Helden dabei drin haben. Ich habe in dem Fall den Clark dabei und den Clubs. Ja. Und Shadow ist natürlich auch wieder dabei, der fette Klops. Ja! Ja, sieht eigentlich ganz nice aus, gefällt mir sehr gut. Schade, dass er keinen Helm oder sowas hat, weil sie hat ja diese Form schon für einen Helm. Aber na gut, man kann nie alles haben. Ich sag's immer wieder. Ja, wir machen heute natürlich umgekehrte Aluhüte, ne? Weil wir wissen ja, der Sturmkönig hat sich angekündigt. Und ja, den müssen wir jetzt langsam mal in die Schranken weisen, weil die Hälfte unserer Crew ist schon verseucht. Ne, war Shadow? Legen wir mal los. Ich bin auch verseucht. Das weiß ich, aber das ist ja nichts Neues. Okay. Mit Mojo. So. Ich wollte es nur erwähnt haben. Wir müssen auf jeden Fall in die Geisterstation. Ne? Da haben wir hier eine, 3 Atlas. Was haben wir hier unten? Datenbeschaffung 100. 4 aber. Hey, Thunderroot. Nee. Nee. Ja, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, oder? Haben wir hier noch eine? Nö. Gut, dann müssen wir wohl hier rangehen. Also, 3 Atlas gibt zwar jetzt nichts Besonderes, außer die Fortress Plus legendär. Aber hey, irgendwas ist ja immer. Let's go. Du Shadow, wo bleibst du? Ich bin hier ganz alleine. Oh, meine Güte. Oh, da ist ja jemand zugejoint. Sehr schön. Gefällt mir super. Bin ich. Na, Drohne, schieß nochmal. Komm, mach die Smashy weg. Das schafft ihn. Oh, okay, Smashy, das wurden auch schon Bansen. Sieht so scheiß aus. Hab ich das eigentlich schon mal erwähnt? Das sieht geil aus. Nee, doch, das doch ist nicht. Geil. Doch, da ist geil. 3? War das noch 3 oder habe ich mich gerade vertan? Das waren 3. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Waren gerade 3? Ist egal. So. Du musst in die Höhe Strom bauen, um den Atlas zu platzieren. Meine. Kuscheln gemacht. Hey, Big Blonde, das ist meine. Der beklaut mich, die Sau. Das heißt James Bond. Big Blonde heißt der, guck doch. So, wir müssen auf jeden Fall mal diese Aluhüte suchen. Tja, wo könnten die denn sein? Halt die Klappe, nur der Roboter darf reden, ist viel, ne? Das ist immer klar, was siehst. Naja, ich denke mal, Aluhüte findest du da, wo Hüte sind. Ja, wo sind denn Hüte? Im Geschäft oder was? Da, wo Alu ist. Da, wo Alu ist. Hä? Bist du eigentlich... Das darfst du nicht sagen. Och du. Jetzt auch eine Biene. Bist du eine was? Also manchmal frage ich mich echt, ob der Shadow Tabletten nimmt oder sowas. Ey, sie sind schön bunt. Wie soll ich den Alkohol weglassen? Aber das ist doch eine hohe. Es ist nicht so hoch die Zone, jetzt verfügbar. Oder? Na, Alu, du findest dich wahrscheinlich in der Stadt drin, ne? Nenne ich Freundschaft. Nee. Jetzt. Nichts. Das ist nicht schön. Also, du musst ja keine Alu-Hüte an sich finden, sondern ich glaube. War das nicht solche komischen Strohpumpen aufstellen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich habe die Mission nicht gemacht. Guck mal. Ich fahre hier mal im Kreis, vielleicht blinkt er irgendwas. Musst... Ui! Hey, kann das Ding dann auch von hier vor dem Ding ausschießen? Wünsch, schieß mal. Nee, leider nicht. Doch! Das Ding schießt sogar, wenn du auf dem Hoverboard bist. Geil! Das ist ja cool. Oh, schade. Wenn du sagst, sie sollen Strohhüte sein, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo eine Farm finden. Da ist ja so ein Teddy in der Luft rumgeschwebt. Cool. Ich glaube, du musst Strohpumpen, Buckelscheuchen aufstellen. Buckelscheuchen, aber... Weiß ich nicht. Gibt's aber gar keine Dinger, keine Farm. Dafür brauchst du keine Farm.
Ich glaube, der Sturmkönig hat es auf menschliche Hirnströme abgesehen. Also habe ich Wenderman-KI gebeten, Kopfbedeckungen zu entwickeln, die menschliche Gedanken nachahmen. Aber da ich nur 5 Minuten hatte, um das Konzept auszuarbeiten und umzusetzen, ist das Ergebnis eine sehr verunsicherte Kopfbedeckung. Was ist, wenn mich niemand mag, bekomme ich die Grippe. Ist Sophie sauer auf mich? Lass uns das testen. Noch setze einiges, den Vogelscheuchen die Köderhüte auf. Das würde cool. Eine Köterhüte, Köterhüte. Komm schon, Sturmkönig, schluck den Köder. Der singt. Die Strompuppe, die singt. Guck dir das an. Sturmkönig! Ja, geschafft! Vogelscheuche, die redet. Alles klar. Und im nächsten Moment wache ich an der gleichen Stelle auf. Verrückte Sache. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Los. Noch einer? Das sieht ziemlich schick aus. Das nenne ich. Jeder einzelne dieser Köder beschützt ein wenig der grauen Glibberzellen in der Heimatbasis. Finde noch eine Vogelscheuche. Finde noch eine Vogelscheuche. Noch ein Köder, noch ein gerettetes Hirn. Noch ein gerettetes Hirn? Ich dachte, die Strohpuppen haben kein Hirn. Man lernt ja nie aus in dem Spiel. Voll beleidigt. Vorsicht, Abstand halten! Au, Strohpuppen können schlau sein. Was ist mit dir in den Ordnung, hä? Wo kommst du her? Das ach, warte ist mal, du kriegst Wasser. Ich habe dich den ganzen Tag. Kommt noch gar nicht. Gute Arbeit. Leg Blueglow in den Atlas ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Hier, für dich. Wow! Der Schockturm ist gerade in die Luft geflogen. Alles in Ordnung. Wieso das? Ja, weil das ihre passive, also ihr Kommandantenvorteil ist. Die Höhlen dürfen die Drohne nicht zerstören. Begib dich zur Absturzstelle. Begib dich zur Absturzstelle. Nicht so schön hier, du kannst du einsammeln. Geh ich damit. Da wird ein Schocksturm, geiler. Oh, hier, guck mal. Relais-Überlebende. Ich finde die Drohne ganz nice. Schade, dass sie nur so langsam schießt. Weißt du? Du SSV-10 abgeschlossen hast? Ja, jetzt kommt das wieder. Wenn du SSV-10 abgeschlossen hast, dann schießt dich nander. Ja. Am Arsch. Geschafft. Dann macht sie Bibiu. Lass uns von hier verschwinden. Bibiu. Sind wir hier nicht bei Star Wars? Also was haben wir denn hier eigentlich vor? Haben wir gucken, wie die noch wir sind dafür eine Scheiße ausgesucht. Komm, schießen weg! Blup. Das war ja aber mal nicht. Das war auch nicht. Das war auch nö. So, zeig mal, was du kannst. Bam! Oh. Nur schön das Loch schießen, das kennt ihr ja. Blup. Das ist auch klar, dass du wieder lachst dabei. Was denn? So, wir gucken mal auf die. Nee, auf die Karte. Haben eigentlich alles durch. Haben ja Glück, in einer anderen Stadt ist noch, doch noch irgendwas, was wir übersehen haben. Aber ich glaube nie, dass es mehr als 3 wären. Das 4 wären. 4 haben wir ja. Ich glaube, das läuft wieder auf 2 Missionen hinaus. Aber na gut, wir haben ja Zeit, ne? Uns drängt der nicht, uns hetzt der nicht. Solange wir Spaß am Spiel haben, ist alles in Ordnung. Nicht wahr, Schette? Wie begeistert du schon wieder rüberkommst. Geil. So wie immer. So wie immer. Geil, okay. Scharf und süß am Abgang. Geht's jetzt von deinem Stuhlgang? Ich weiß ja nicht, kann ja sein. Ja. So. Ja. Eine schöne Prinzessin. Ey. Ja, gibt's hier nicht. Oh, die Stimme ist aber nicht schlecht von ihr. Also, was Neues. Sieht stylisch aus. Schade, dass dieses Chatback hinten nie funktioniert. Tja. Tja. Vielleicht kommt das ja noch. Also müssen wir auf jeden Fall noch eine Mission machen. Also wir finden, haben nur 4 Stück gefunden. Leider Gottes ist das. Hier ist Blue. Also, hier ist Blue. Da. Hier ist Blue.
Das ist Munition. Hier ist Blue Clue. Schade, dass es nicht klappt. Ich muss ganz kurz die Kassette wechseln, sorry. Die Kassette. So, wollen wir anfangen, oder? Hab ich das schon mal erzählt, ja, ne? Was, da ist Blue Clue? Ich weiß, hab ich auch schon gehabt damals. Was hast du gemacht? Hier Sprachaufnahme. Dann immer abgespielt. Wenn dich jemand gefragt hat, wo finde ich denn das und das? Also. Ja, Shadow ist einer. Er macht es einfach. Wenn du den anderen Entdecker reinmachst in dein Setup, ne? Hm? Der ja eine 20%ige Chance hat, dass Energieschaden überspringt auf den Gegner. Was habe ich drinne? Was drinne? Das habe ich drinne. Das müsste ich sogar. Oder? Das heißt, deine Drohne hier, deine. Energieschaden kann mit einer Chance von 20% auf Feinde überspringen und dabei 58% ursprünglichen Schaden verursachen. Hab ich drin, ne? Plasma-Verkettung. Schießt auch Energie, ne? Und ja, mit der Revolver des Gründers, die auf 2 Gegner überspringt, Vorsicht, Abstand halten. Habt ihr die Chance auf 3 Gegner überzuspringen. Geil, ne? Shadow Cage aus. Müsst natürlich auf Energie machen, ist einfach. Aber seit die Munition ja kein Speck mehr braucht, kann man die jetzt ohne Probleme herstellen, weil Batterien kriegen wir hinterhergeworfen, ne? Wie ihr wisst, ne, ich zeig's euch nochmal, falls ihr es noch nicht gewusst habt, ne? Da, es kostet keinen Speck mehr. Das heißt, ihr könnt mit eurer Energiemunition rumflatzen wie Atze, weil früher war das ja nicht so, da musstest ihr ja wirklich sparen. Nicht wahr, hättet ihr? Ich weiß, ihr könnt sie mir hören, aber es ist so. Ohne, schieß doch mal! Die machen mich an! Guck dir das an! So, dir mal zählen. 5. Ja, ungefähr 10 Sekunden. Alle 10 Sekunden schießt das Ding. Bis. Also eigentlich müsste man nur einen Atlas verteidigen. Und die anderen zwei sind in der Luft. Das ist genug, Blue Glove. Ja, aber Lobber können ja trotzdem auf die drauf schießen. Du schaffst es, Kommandant. Ja, einfach nicht zwingen. Alles in Ordnung. Die kommen alle von einer Richtung. Kannst du schön drauf möbeln. Bitteschön, Freunde. Wieder einer weniger. Bam! Jetzt bin ich stoßen wir auch noch. Der eine Konstrukteur hatte bloß das hin und zurück, ne? Das ist kein Konstrukteur, da haben sie das komplett verändert. Nee, das ist auch ein Entdecker. Das ist Endefini. Wo gab's da aber den Seismikstoß, dass er hin und zurück kam? Ja, ja, das ist der Entdecker. Anthony. Anthony? Hab ich noch gar nicht. Gibt's ja. Dann gibt's die erste Story. Ja, den hab ich schon noch nicht, den Anthony, oder? Den kriegst du erst noch. Kann sein, ne? Boah, ey, da weißt du genau, dass Shadow meine Let's Play nicht guckt. Das ist echt. Ich weiß nicht mehr, wo du bist bei der Story. Ja, auf der 16. Seite am Ende. Ist schon so lange her. Los, Drohne, schieße! Schutz Shadow! Lass meinen Kumpel in Ruhe! Lass meinen Kumpel in Ruhe! Und da kannst du unten deine Spannstacheln dran machen. Und jemand. Wenn du welche hast. Eigentlich nicht schlecht, ne? Ja, der Schockturm. Also, das Coole ist, mit Energiemunition kannst du sofort die Fasshülle zum Platzen bringen. Nicht mit mir! Ja, das ist geil. Na, rein! Oh, bist du hingefallen? Das tut mir aber leid. Das ist scheiße. Lässt du das mal? Wie geht's so? Wie geht's so? Und schießt über den Haufen. Geil. Oh, den Sepp finde ich cool. Nein. Ist bloß ein bisschen schade, dass er bloß alle 10 Sekunden schießt. Finde ich ein bisschen wenig jetzt, muss ich mal sagen. Wenn du wenigstens alle 5 Sekunden schießen, weißt du, da hättest du so eine zusätzliche Drohne noch am Arsch. Dafür ist er kostenlos. Das stimmt allerdings. Oh,
Mehr ein Minibus? Nö. Das ist eine simple, einfache Verteidigung. Mit den neuen Fähigkeiten muss ich das wieder glauben, weil ich ja eigentlich alles auf der anderen Taste habe. Hey, das ist meiner. Hau ich. Ja! Was? Ja, spiel mal Star Wars. Hör wieder. Lass meinen Kumpel in Ruhe. Eigentlich bringt das bei einzelnen Gegnern gar nicht, das heißt, wenn ich stöße, genauso wie die Schockturm, den sollte ihr nur bei Massen einsetzen. Also bei Lager oder sowas, aber ansonsten sind die jetzt für Einzelziele nutzlos. Da würde der Reich, würde dann der Sepp schon zureichen, bin ich der Meinung. Weil der schafft es alle 10 Sekunden, dann müsst ihr euch ein bisschen bewegen. Also könnt ihr euch bewegen, ihr müsst nicht. Der Erd zum Abhauen. Und gegen die ist so ganz hilfreich, ich glaube, oder? Gegen die Schildhüllen, also gegen die Krawallhüllen. Ja. Das auch, ja. Haut euch. Da fliegen sie auf die Schnauze und dann kannst du den schönen Pops schießen. Ja. Durch Haunter Schaden. Durch Haunter Schadi? Ja. Komisch ist bloß, die Drohne bricht ab mit dem Zielen, sobald du das Ziel selber schon erledigt hast. Ja. Ja. Finde ich schade. Schade, dass du aufs nächste wechselst, wenn halt du am Massen stehst. Ich muss halt gucken. Lass das! Was die Drohne zielt, ne? Das stimmt. Bisschen wenig Höhen. Müssen wir nächste Runde mal eine Mission machen, wo wir ein bisschen mehr Höhen haben. Das ist doch blöd. Na, bin ich wieder hingefallen. Oh, das tut mir aber leid. Atlas braucht Hilfe. Welcher denn? Atlas hat angegriffen. Welcher denn? Also, du kennst viele Gegner. Es wird nur ein Angriff. Es gibt nur einer. Angriff nach oben. Was? Jetzt auf! Du auch! Nein! Oh, guck hin! Wie geht's so? Weiß ich doch nicht! Fuck das doch die Acela! Oder fuck das Big Blond! Wer weiß das schon? Große Blond. Auf jeden Fall, dieser Seismischstoß hilft wirklich sehr gut gegen die Schildhöhlen. Also, ich hab mich schon wieder weggeschossen. Ich hab nur gehört, weißt du, und dann wirst du schon blub. Gut. Wer? Ja, wer denn wohl? Du! Du machst mir alles gut! Es war der geile Shadow! Ja, der geile Shadow. Das bin ich. Der kleine Shadow mit dem großen Schmuck. Dominik, bitte. Original von Dr. Lümmel. Original von Dr. Lümmel. Da bin ich jetzt hier eingeschickt. Okay. Oh, guck mal, Speck. Gibt's hier irgendwo Scheiben? Ne, Mister. Nenne ich. Ah, geschafft, siehste. Kreuzhüt. Da ist ja wieder eines. Komm zu mir. Vertraue mir. Natürlich! Hör auf zu diskutieren mit mir, ich hab sowieso recht. Weil ich spiele dich. Zack! Oh. Hau ab! Nein. Nein. Er hat einfach Nein gesagt, der Sepp. Das spinnt für echt Mo. Brauch ich nicht. Machst du schön, Big Blood. Mach weiter so. Ja, genau. Machst du gut so. Wie, du bist so sterblich. Ich krieg keinen Schaden. Oh, was ist das? Hast du ein neues Setup? Nicht. Achtet auf Schwebe! Der Atlas braucht Hilfe! Geheim. Soll ich noch testen von eben aus? Wie sollst du von. Also. Nur
30 Sekunden! Also gegen Nebelmonster macht unser Schock schon die alte Bücher. Schade eigentlich. Ups. Was cool ist, bist du sehr mobil mit der auch. Du kannst halt links, rechts, vorne, hinten. Das ist gut, dass wir mit das hier schulden sich da noch rein. Dann kann man helfen. Kannst du auch eine Nahkampfwaffe bauen mit Lebensraum? Ah, kündig, aber du weißt, ich bin eher der Fernkampftyp. Außer Spiel Ninja, da hast du ja die zusätzlichen Fähigkeiten noch für Ninja, da kann man ja hoch im Nahkampf gehen. Da hast du noch einen Platz frei. Da ist er, hast du gesehen? Da ist die Drohne. Jetzt wird sie verdeckt. Oh, schade. Oh. Macht wer ein Foto von uns? Hast du das auch gehört? Nee. Hast du nie gehört, die Drohne, wie sie sagt, macht jemand ein Foto von uns? Ich hör den nicht, ne? Warte. Schade, wenn du in der Nähe stehst. Bitte? Schön, wenn du in der Nähe stehst. Ja, aber wir stehen ja gerade in der Nähe. Hallo? Entschuldigung? Wie weit entfernt soll ich noch stehen? Ich stehe 2 Felder entfernt. So, Beute Level 5. 8 Überlebende. Übrigens, ich muss die Expedition abholen. Oh Gott, hab ich ganz vergessen. Ach, mach ich ein andermal, oder? Machen wir mal jetzt 3 Expeditionen, die wir losgeschickt haben. Weil ich brauchte Planken, weil ich war zu faul zum Formen. Mike war zu faul zum Formen. Das soll was hier sein. Das als Farmboy? Okay, Farmboy, wie oft denn noch? Okay, Farmgürtel. Da kann ja echt ein Sack sein, hab ich schon gesehen. Ich hab ja auch einen. Ja, aber ganz klein. Hey, was denn jetzt? Oh nein! Was denn? Mein Spiel abgestürzt. Quatsch. Ist mein Ernst, der ist eingefroren bei Cliffhanger. Cliffhanger? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.